Für meinen ersten Trick ziehe ich den Hund aus dem Hut. Dankeschön, Chippy. Und nun was besonders Schweres. Beeindruckt, hä? Nun schaut her. Ich probier's noch einmal. Der Zauberstab funktioniert immer. Langsam beginne ich zu verstehen. Und nun der nächste Trick. Na dann, zurück in den Hut damit. Ziemlich gut, was? Ich bin Autodidakt, weißt du? Ich kann nicht glauben, dass du so lange zuschaust. Ich hätte schon längst abgebrochen. Ich rieche etwas Angebranntes. Warte. Oh. Au! Oh. Au! Oh. Ich will wissen, ob du es besser kannst. Vielleicht finde ich einen besseren Hund. Wow! Ich konnte sie nicht mal nach ihrer Nummer fragen. Und nun etwas Traditionelles. Haut einen jedes Mal wieder um. Ich versuche noch einmal die Frau. Macht nichts. Ich mag Frauen mit Pep. Diese Hausaufgaben langweilen mich. Ich suche den Hund und stecke ihn in den Trockner. Ach, hier bist du. Was ist das? Das alte Zauberbuch? Was für ein Haufen alter Krempel. Okay, Jungs. Dieses magische Papier bringt Essen. Ich dachte, ich hätte etwas gehört. Alizigi als Angi! Als Ongi als Ungi! Hi, wie geht's? Essen fassen! Nicht viel Fleisch an ihm dran. Runter, du kleiner Happen! Braucht noch etwas mehr Pfeffer. Lieber Simon, herzlichen Glückwunsch. Du wurdest aus buchstäblich Hunderten von Bewerbern ausgesucht, um dich auf eine gefahrvolle, aber nichtsdestotrotz interessante Reise zu begeben, wofür du eine hohe Belohnung erhalten wirst. Alles, was du tun musst, ist, mich aus den Händen des bösen Zauberers Sordid zu retten. Zögere nicht, mein wertvolles Zauberbuch und meinen treuen Hund zu Rate zu ziehen. Ich freue mich schon auf unser Treffen. Ich wünschte, du wärest hier.
Mit herzlichen Grüßen, Calypso, Obermeisterzauberer des Dorfes Fleur Deli. PS, bevor du das Zauberbuch benutzen kannst, musst du ein Zauberer werden. In der Kneipe sind ein paar Zauberer, die dir vielleicht weiterhelfen. PPS, die zwei magischen Karten werden dir helfen. Oh, wundervoll! Ich stecke in dieser blöden Welt mit diesen blöden Klamotten fest und nirgends eine Pizzeria zu sehen. Wenn das kein Traum wäre, müsste ich mir Sorgen machen. Und damit ein herzliches Hallo und Willkommen. Mein Name ist Whitey und das hier ist mein allererstes Let's Play Projekt mit dem guten Simon the Sorcerer 1. Warum ich dieses Spiel gewählt habe? Ich liebe es. Ich liebe alles an diesem Spiel. Allein schon die Klamotten. Obwohl er sagt, die Klamotten sind scheiße. Es ist ein altes Point-and-Click-Adventure von 93. Weswegen es auch das allererste Spiel war, mit dem ich irgendwie in Kontakt getreten bin. Und wie wir es so kennen, wir haben hier die Scumbar mit den einzelnen Verben. Und wir haben unser Inventar. Wie Calypso in seiner Notiz schon erzählt hat, wir haben hier zwei Karten gekriegt, die uns helfen werden. Und zwar ist das einmal die Karte, mit der wir schnell reisen können später, wenn wir bestimmte Orte aufgedeckt haben. Und wir haben die Postkarte, mit der wir speichern und laden können. Und ich denke einfach mal, wir fangen hier einfach mal an, in Calypsos Hütte ein bisschen rumzusuchen und seine Schränke zu durchwühlen und alles mitzunehmen, was wir brauchen. Wir haben hier zum Beispiel als erstes eine kleine Schublade. Schau mal einer an. Da ist eine Schere drin. Eine Schere. Nehmen wir mit. Denn wie wir alle wissen, jeder braucht eine Schere und hat es auch im Haus. Bräuchten wir nur noch eine Tesarolle. Denn das hat auch jeder. Wir haben hier lustige Bildchen an den Wänden. Ein seltsames Bild mit seltsamen Symbolen. Sehr seltsam. Und auch ein bisschen gruselig, wie der... Ist das ein Mann? Ist das ein Männergesicht? Egal. Wir haben hier einen kleinen Hund, den wir auch schon im Intro gesehen haben. Mein kleiner Hund, Chippy. Und er heißt Chippy. Oh. Ich will ihn mitnehmen. Auf keinen Fall. Wer weiß, wo er vorher war. Ist mir egal, wo der war. Ich will ihn mitnehmen. Und wir haben hier einen Kühlschrank in dieser Welt. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Wenn wir den jetzt öffnen, ist da eine Cola drin? Die Tür scheint zu klemmen. Verdammt. Und wie an jedem Kühlschrank der 90er Jahre klebt natürlich ein Magnet, den wir mitnehmen. So, dann haben wir jetzt hier noch ein bisschen Krempel, den wir uns angucken. Das muss Calypsos Krempel sein. Aber ich glaube, der ist einfach total unnütz. Was soll ich denn mit dem Haufen Schrott? Verkaufen, Leute bewerfen. Uns fällt da sicher was ein. So, wir sind jetzt draußen und wir gehen mal hinters Haus und schauen mal, was es da Schönes gibt. Ein Komposthaufen. Ein Haufen magischen und stinkenden Kompostes. Können wir den mitnehmen? Das würde meine Nase überfordern. Verdammt. Okay, dann gehen wir mal in das Dorf direkt rein, weil momentan sind wir, glaube ich, noch ein bisschen außerhalb. Und gucken da weiter, was wir Schönes finden. Ein Schmied. Wir gucken ihn uns an. Hallo Schmied. Er ist sehr muskulös. Können wir mit ihm reden? Guten Morgen. Er ist zu vertieft in seine Arbeit, um mich zu hören. Verdammt. Na gut. Dann plündern wir ihn jetzt aus und nehmen hier das alte Seil mit, was da rumliegt. Dieses alte Ding wird niemand vermissen. Na hoffentlich, sonst kriegen wir noch Ärger. Und hier hinten liegt noch ein Klöppel. Den nehmen wir auch mit. So, weiter geht's. Der Schmied wird später tatsächlich auch noch wichtig. Also ich kenne das Spiel auch schon. Es ist nicht blind für mich. Und hier süße kleine Enten. Oder Gänse. Für mich sind es jetzt kleine weiße Enten und schlagt mich, wenn ich Unrecht habe. Es ist voll in Ordnung. Wir haben hier einen Bauchladenkrämer, der uns bestimmt ein bisschen was anquatschen will. Let's go.
Sie sind sicher an günstigen antiken Porzellanfiguren interessiert. Na, eigentlich nicht. Sie wurden angefertigt von den Uran der Grals. Nein, danke. Ich habe auch noch andere preiswerte Antiquitäten. Jede kostet nur ein Goldstück. Wenn die Antiquitäten so klasse sind, warum kosten sie nur ein Gold? Wie kommt es, dass sie Antiquitäten zu diesem günstigen Preis verkaufen? Das kommt durch die Rezession. Ich habe gute Handelsbeziehungen. Okay, wir gucken uns einfach mal um. Gut, dann lassen Sie mal sehen. Alles auf der Matte gehört Ihnen für ein Goldstück. Haben Sie etwas erblickt, das Ihr Herz erfreut? Nö. Antiquitäten sind langweilig. Nein. Haben Sie nicht irgendetwas Magisches? Aber natürlich habe ich, für den richtigen Preis. Zunächst einmal wäre hier der Kraftzaubertrank. Schau her. Wirklich lang anhaltende und schnell wirkende Magie. Er gehört Ihnen für nur 10 Goldstücke. Also gut, sagen wir 5 Goldstücke. Schön, ich... 3 Goldstücke also. Aber das ist mein letztes Angebot. Was haben Sie gesagt? Wie er uns unbedingt diesen Zaubertrank verkaufen will. Aber wir sind nicht interessiert. Kann ich noch etwas sehen? Sicherlich, mein Herr. Was ich hier habe, ist stark herabgesetzt. Es ist ein magisches Unsichtbarkeitsarmulett. Schau her. Können Sie sich selbst noch sehen? Nein. Und es könnte Ihnen gehören. Für nur 5 Goldstücke. Ich glaube, fairer könnte der Preis nicht mehr sein. Fair. Der Spiegel hatte doch gar keine Reflexion, oder irre ich mich? Kann ich noch etwas sehen? Das ist alles, was ich an magischem Kram besitze. Sehen Sie etwas, das Sie interessiert? Nö. Alles, was er uns bis jetzt gezeigt hat, war eigentlich Ramsch. Nein, der ganze Rest ist Müll. Auf Wiedersehen. Wer braucht schon solche Kunden? Ja, und dann gleich meckern. So kennen wir sie, die Verkäufer. Wir laufen einfach weiter und ignorieren ihn einfach. Er ist doof. Eine Leiter. Wir nehmen sie mit. Alles mitnehmen. Meins. Das Wagen gerade auch. Alles einstecken. Das ist eine Nummer zu groß für mich. Du hast eine Leiter gerade in deinen Hut gestopft. Wieso passt da das Wagenrad nicht rein? Aber gut. Wie wir hier auch einfach in jedes Haus irgendwie reingucken können, so von wegen so, ja, ich gehe hier mal rein und schaue mich um. Ist egal, ob da jemand drin wohnt oder so. Und wir nehmen auch alles einfach mit. Das liebe ich an Point-and-Click-Adventure. Du läufst halt einfach rum und nimmst alles mit, was du willst. Das ist ein Sammelglas für wirbellose Spezies. Ja, mitnehmen. Was haben wir denn noch hier so? Verdächtige Kräuter. Die sehen aus wie die, die mein Bruder anbaut. Ja, was baut denn dein Bruder Schönes an? Müssen wir uns Sorgen machen? Ich komme nicht dran. Verdammt. Die hätten nützlich sein können. Elchkopf. Das ist ein Elchkopf aus Pappmaché. Können wir den brauchen? Das ist eine Nummer zu groß für mich. Nein, okay. Lassen wir hier. Sieht auch an der Wand besser aus als in unserem Hut. So, hier auf dem Tisch haben wir noch ein Erkältungssaft. Auch wenn wir nicht krank sind, wir nehmen ihn mit. Man weiß ja nie, was man in der Welt noch alles so findet. Oder sich einfängt. Also, weiter geht's. Habe ich schon mal erwähnt, wie schön diese Grafik ist? Also, ich liebe es einfach. Und wir haben hier eine Schokoladentrüffeltür. Schokoladentrüffeltür. Wo ist der Fehler? Das muss ein extrem billiger Bonbonladen sein. Wieso billig? Das ist eine massiv Schokoladentrüffeltür. Wir essen sie auf. Das habe ich nie so ganz verstanden. Ich auch nicht. Also los, ess sie auf. Wir haben Bienenstock. Zu nahe gehe ich da nicht ran. Vor dem sich Simon ein bisschen fürchtet. Okay. Wir kommen hier später nochmal her. Weil ich weiß auch noch ungefähr, was wir brauchen, um die Tür aufzukriegen.
die Schokoladentrüffeltür, die Simon nicht essen möchte. Und wir gehen hier einfach mal auf die andere Seite und gucken uns nochmal hier die kleinen Enten an. Enten! Und sind jetzt am Shoppe. Warum Shoppe? Egal, wir gehen rein. Wir haben zwar kein Geld, aber es ist mir egal. Wir wollen da rein und gucken. Um Himmels Willen. Hierher kommt der Asparagus-Gelee mit all den anderen Gelees. Da bin ich anderer Meinung. Er gehört hierher, zu dem restlichen Gemüse. Ich sage, er gehört hierher. Und ich sage, er gehört hierher. Okay. Ich muss mal aufs Klo. Auf gar keinen Fall. Du wirst dich beherrschen müssen. Schau, dieser Körper gehört mir, genau wie dir. Gar nicht wahr. Ich war zuerst hier. Du bist gerade aus meiner Schulter gewachsen. Falsch! Du bist aus meiner gewachsen, du hässlicher, überflüssiger Pickel! Hals, Maul! Ich muss aufs Klo! Bitte höflich darum. Könnten wir aufs Klo gehen, bitte? Nein. Das werde ich mir merken. Was sind das für Typen? Oder Typ? Ich fand die, als ich klein war, unglaublich gruselig. Hast du die organische Suppe hergebracht? Die steht bei den anderen Suppen. Aber sie ist organisch. Deshalb passt sie zu dem anderen organischen Zeug. Was zum Teufel weißt du denn schon? Hilfe. Entschuldigung? Wie kann ich dir helfen? Nein, wie kann ich dir helfen? Hör nicht auf ihn. Wie kann ich dir helfen? 10% Rabatt, wenn du mich dir helfen lässt. 20% Rabatt von mir. 30%. 40%. 50%. Werde ich jetzt bedient oder was? Was kann ich für dich tun? Schade, dass wir kein Geld haben, um irgendwas zu kaufen, wie zum Beispiel den leckeren Kuchen hier vorne. Bei 50% Rabatt bei den Blauhaarigen? Nicht schlecht. Ich brauche handfeste Informationen. Hast du welche? Welche Art von Informationen? Was weißt du über Sordid? Er mag gezuckerte Sardellen. Und parfümiertes Badesalz. Sonst noch was? Gezuckerte Sardellen und parfümiertes Badesalz. Das klingt jetzt irgendwie nicht wie ein schwarzer, böser Zauberer, oder? Wo in der Welt ist Carmen Sandiego? Wo in der Welt ist Carmen Sandiego? Ich weiß nicht. Ich genauso wenig. Verdammt, das ist aber genau die Frage, die die Welt beantwortet haben möchte. Wo ist die Tür? Wo ist die Tür? Kein Grund, unhöflich zu werden. Ich will mir noch einmal den Kuchen angucken. Das ist ein Kuchen mit rosa Zuckerguss. Oh, geil. Was ist das? Noch mehr Kuchen. Das sind Schokoladenkuchenstücke. Geil. Schminke. Hier gibt's ja alles. Sieht aus wie eine große Auswahl an Kosmetika. Wow. Mehl, Mais, Bohnen. Das ist eine Vorratsdose für Mehl. Das ist eine Vorratsdose für Mais. Das ist eine Vorratsdose für Bohnen. Wow. Haushaltsreiniger, Süßigkeiten. Das erinnert mich an meine Jugend. Oh, Taschentücher. Weich, stark und extrem saugfähig. Das sind Bleichmittel, Reiniger, Waschpulver und Fensterreiniger. Bücher. Gibt's da ein Zauberbuch? Das sind alles seichte, romantische Novellen. Das ist eine antike, hölzerne Kuckucksuhr. Sehr gut. Wir haben halt immer noch kein Geld, um hier irgendwas zu kaufen. Aber wir werden wiederkommen. Weil diese beiden werden nochmal wichtig sein. Der eine, die zwei. Ich habe keine Ahnung. So, wir laufen weiter. Am Shoppe vorbei. Und zwar zur Kneipe. Und die Kneipe heißt... Diese Kneipe heißt zum betrunkenen Druiden. Sehr schön. Und damit gehen wir da einfach mal rein.